Hallo und herzlich willkommen zur 10. Folge For the People. Dieses Video stammt auch aus dem Twitch-Stream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß. Genau, wir sind jetzt erstmal bei der Schwierigkeit mit der Genehmigung der Demonstration und mit den Geräuschen, die dieser Mann hört. Jetzt habe ich, das ist noch nicht direkt eine Umfrage. Ich habe jetzt erstmal, ich versuche, diese beiden Sachen hängen zusammen. Diese Genehmigung einer Demonstration und die Geräusche, die Alistair Shallow von oben hört. Die Verknüpfung sehe ich so. Anscheinend bereiten die dort oben sich auf die Demonstration vor mit Schildern und mit Treffen und sie diskutieren und irgendwie ist es laut und dementsprechend fühlt sich der Alte gestört. Das führt mich zu der Einschätzung. Also, auf der einen Seite möchte ich, wir wurden zwar gewarnt, dass diese Proteste nicht genehmigt werden sollten von uns. Aber ich bin geneigt dazu, die Arbeiter sich Ausdruck verleihen zu lassen. Und folgerichtig würde ich sagen, ich würde keine weiteren Beschwerden von ihm her hören wollen oder die Municipalität hinschicken. Und dort könnte vielleicht ein Argument oder eine Fragestellung von Horsti helfen. Der fragt, naja, was heißt denn hier überhaupt gestört? Also nur weil die jetzt ein bisschen laut sind, ihm gleich die Behörden, den Nachbarn gleich die Behörden hinzuschicken. Wir wissen ja jetzt nicht, wie laut die sind. Feiern die da eine Party oder unterhalten die sich einfach nur laut? Haben die Wohnungen so dünne Wände wie die ein oder andere Platte in meiner Stadt oder in der ein oder anderen? Ich weiß es nicht, aber ich kann mir jetzt irgendwie, würde es überzogen finden, auf jeden Fall die AIS dahin zu schicken und tendiere auch zu erstens. Auch aufgrund der Frage, was heißt denn gestört? Würde ich auch sagen, ich möchte keine Beschwerden mehr von ihm hören. Und dann beschäftigen wir uns, dann haben wir das geklärt. Wir haben es quasi jetzt davon entkoppelt und dann beschäftigen wir uns mit der Demonstration, ja? Ja. Okay. Sie haben nicht die Absicht, ihre wertvolle Zeit ihres einzigen und einmaligen Lebens für die Beschwerden des Genossen Shallow zu verwenden. So. An den Genossen Vorsitzenden des Stadtkomitees von Eisen 1. Also Durchführung einer öffentlichen Veranstaltung entsprechend dem Gesetz der Gesamtkommune über Versammlungen, Kundgebungen, Demonstrationen, Umzüge und Mahnwachen. Vom Grundprinzip, glaube ich, steht dieser Bürgermeister und wahrscheinlich damit irgendwie wir schon hinter diesen Kundgebungen. Ja. Allerdings weiß ich nicht, ob wir nicht versuchen können, eine Doppelstrategie zu fahren. Also wir lassen sie auf der einen Seite nicht auffliegen, auf der anderen Seite handeln wir uns keinen Stress mit der Partei ein, indem wir dem stattgeben. Sie sind aber auf Parteilinie. Also sie halten die Regeln. Ich glaube nicht, dass wir hier etwas von der Partei zu befürchten haben, dass sie uns doof finden, weil sie ordnungsgemäß einen Antrag stellen. Weißt du? Also ich glaube, das ist hier nicht eine Frage der Partei, sondern es ist eine Frage, die kleiner ist, auf der Stadtebene. Wen verärgern wir hier? Mächtige Einflusspersonen oder die Arbeiter? Also wir würden momentan den Vorsitzenden des Werkes und den Chef des Krankenhauses irgendwie... Den Chef des Krankenhauses würden wir wahrscheinlich indirekt verärgern. Also gehe ich stark von aus, aber der wird es nicht offen zeigen. Und der Typ vom Krankenhaus hat uns versucht, in die Pfanne zu hauen. Und ja, du hast recht. Lass uns die sind auf Parteilinie. Innerhalb der Stadt würden wir jetzt Leute verärgern, bei denen die wir sowieso nicht so wahnsinnig gut finden. Ja. Und wir wissen ja auch noch nicht, wie sehr wir sie damit verärgern. Erstmal ist es ja nur eine Demonstration. Also wir wurden zwar auch gewarnt,
dass es zu Unruhe kommt. Das war unser lieber alter Freund, der uns gewarnt hat, das nicht zu tun. Deswegen bin ich da echt hin und her gerissen, ey. Kannst du dich noch erinnern, was dein Argument war? Du möchtest nicht so viele Unruhestifter auf einem Haufen haben, war sein Kommentar, den er abgelassen hat. Aber die Entscheidung liegt bei uns. Er wollte das nur gesagt haben. Okay, wir haben es gehört. Ich bin immer noch fürs Abhalten der Kundgebung. Ja, an der Stelle muss ich ganz ehrlich sagen, er kennt nicht die Hintergründe bezüglich der Krankenversicherung, die wir jetzt mittlerweile zusammengetragen haben. Auch nur Indizien. Ja, ein Netzwerk. Momentan sagt die Mehrheit untersagen. Aber über eins sind wir uns doch im Klaren. Wenn dieses Spiel etwas nicht abbildet, dann eine Demokratie. Ist total schön, dass ihr euch beteiligt. Also wirklich, ist total super. Aber wenn es drauf ankommt... Ich finde es total interessant, weil wir argumentieren ja hier gerade alle irgendwie gemeinsam und dass ihr dennoch alle zu einem großen Teil zu einem anderen Ergebnis kommt als André und ich. Jetzt brauche ich Input. Mein Impuls zu sagen, haltet eure Demonstration ab, eure Kundgebung, ist erstens, sie befolgen alle Wege, die verwaltungstechnisch vorgesehen sind. Zweitens, sie exponieren sich, indem sie ihre Namen, Adressen und Passnummern angeben. Und drittens, wir haben bereits von der Arbeiterschaft aus der Gießerei da gehört, dass sie was gegen diese Sachen haben. Und sowohl der Leiter des Werkes als auch der Arzt haben in die Richtung argumentiert, dass diese Sache doch eine wundervolle Geschichte ist. Nirgend wurde uns inhaltlich erzählt, was diese Reform der Krankenversicherung bedeutet. Ja. Und an der Stelle würde ich sagen, wir handeln uns hier keinen Ärger mit der Partei ein. Super. Wir handeln uns Ärger mit zwei mächtigen Persönlichkeiten aus der Stadt ein, die auch verknüpft sind über ihre Familie mit Sachen. Aber wir haben die Zeitung auf unserer Seite, wir haben die Feuerwehr auf unserer Seite, wir haben die städtischen Dienste eher auf unserer Seite. Und wenn wir diese Kundgebung abhalten lassen, ist das im Prinzip auch, und das ist mein absolutes, ich glaube, eins der wichtigsten Argumente, strecken wir damit auch die Hand aus in Richtung der Miliz, die uns kacke findet, weil wir gesagt haben, na, also der Miliz wollen wir jetzt nicht auch diese Krankenversicherung zuteil werden lassen. Weiß ich nicht, ob das tatsächlich ein schlagendes Argument ist, aber der findet uns kacke, nachdem wir gesagt haben, wir wollen uns erst die Situation selber angucken. Genau, aber wir haben damals gesagt, wir wollen uns das erstmal angucken. Und dazu gehört jetzt halt auch zu sagen, was ist denn, warum haben die Arbeiter jetzt eigentlich ein Problem mit dieser Reform? Was ist denn da eigentlich los? Insofern wäre ich auch bei dir für A. Und Edelhack hat im Chat angemerkt, wenn ich auch für A bin, dann liegen wir bei 50-50. Wir liegen also bei 50-50. Und Vedana hat noch ein schönes Argument gebracht. Er hat gesagt, dadurch könnte man ja auch zeigen, dass man demokratisch ist. Und ich finde sogar, dass wäre auch ein schönes Zeichen für diesen Wandel, der ja augenscheinlich mit diesem neuen Stil, mit diesem neuen Politikstil, der ein bisschen offener und freier sein soll, dazugekommen ist. Abgesehen davon, insofern, wenn wir nicht auf die Arbeiter hören in unserem Staatskonstrukt, sind wir da nicht völlig falsch? Ja, klar. Also ich glaube, es schadet uns politisch, aber die Leute könnten es gut finden. Dennoch bin ich für A. Alles klar. Ich bin auch für A. Antrag genehmigt. Damit sind wir durch. Und es klopft.
Francis, da sind irgendwelche Papiere von der AIS gekommen. Danke, Helen. Leg sie auf den Tisch. Da ist auch noch ein Besucher für Sie. Hat er sich nicht vorgestellt? Er hat sich als Genosse Strasser vorgestellt. Er ist scheinbar nicht von hier. Strasser? Das ist ja einer meiner Dozenten. Helen, bitte ihn rein. Gut, Francis. Wie sie immer zurückguckt, ne? Ja, total. Guten Tag, Genosse Strasser. Ich freue mich, Sie zu sehen. Hallo, Frank. Ganz meinerseits. Ich habe nicht erwartet, Sie hier zu sehen. Was führt Sie hierher? Mich hat der Fall des Selbstmords von Leslie Turner hierher geführt. Sie war eine verdiente Parteifunktionärin und galt sogar als potenzielle Nachfolgerin des Genossen Lebowski. Aber nachdem du auf seinen Posten berufen wurdest, hat sie sich ein Seil und Seife gekauft. Sie wussten schon immer, wie man jemanden unterstützt, Genosse Strasser. Ja, Wahrheit tut weh, nicht wahr? Na gut, deswegen bin ich nicht gekommen. Ich wollte meinen Lieblingsabsolventen sehen. gehaben Sie sich wohl, Genosse Strasser. Frank, hallo. Guten Tag, Ray. Hallo, mein Freund. Wie geht es Ihnen, Genosse Strasser? Ich habe gehört, dass Sie wegen des Falls der Genosse Turner hier sind. Ja, reine Formsache, langweiliger Fall. Ihre Adoptivtochter behauptet, dass Leslie sich in letzter Zeit viele Gedanken über das Rennen auf den Sessel des Leiters des Stadtkomitees gemacht hat. Nein, die Menschen verbrennen manchmal wie ein Streichholz. Genosse Strasser, warum sollte man einen Pensionär wegen einer solchen Kleinigkeit belästigen? Ich habe mich zu Hause gelangweilt. Aber um deine Frage zu beantworten, nicht deswegen. Mein Ermittlerkollege ist vor kurzem verstorben. Unter den drei jungen Kollegen fanden sich nicht die passenden Kandidaten. Da hat man mir seine Stelle angeboten. Aber Ihnen hat es gefallen, Genosse Strasser? Wie man so sagt, die Partei sagt, es muss sein, und das OJF-Mitglied antwortet, jawohl. Für den Orange-Jugendverband sind Sie etwas zu alt, Genosse Strasser. Es ist unhöflich, so zu sprechen, Francis. Erzähl lieber, wie es auf dem neuen Posten ist. Ich fühle, dass ich nützlich bin. Mir dreht sich allerdings der Kopf von der Menge der Arbeit. Gerade dachte ich, dass ich für heute mit allem fertig bin, als das AIS etwas schickte. Oh, scheinbar weiß ich, worauf du anspielst, Frank. Möchtest du andeuten, dass es für mich hier etwas zu tun gibt? Nein, Genosse Strasser, ich möchte Sie nicht mit meinen Problemen belasten. Keine Angst, Francis, ich helfe dir gern. Zum Wohle des werktätigen Volkes zu arbeiten, ist mir immer einfach. Wenn meine Hilfe benötigt wird, fragen Sie mich. Frank, lass uns mal schauen, was Sie dir von der Miliz geschickt haben. Ich hoffe, dass es etwas Interessantes ist. Okay. Dass Akte. Die alle reingucken können. Wir sind ja anscheinend alle sehr intim befreundet. Akte 88-31, Nummer 182. Im Zeitraum vom 13.09.1988 bis 16.09.1988 wurden drei Fälle von gewaltsamer Herbeiführung des Todes bei Einwohnern in der Stadt Eisen 1 festgestellt, die gemeinsame Züge aufweisen. Am 13.09. wurde Rudolf Rutt getötet. Am 15.09. wurde Karl Fischer getötet. Am 16.09. wurde Arnold Snyder getötet. Warte mal, Arnold Snyder, da klingelt irgendwas. 17.09.88, Akten wurden zusammengefasst in Akte 88-31 Nummer 182 aufgrund des ähnlichen Charakters der Tat. Diese Akte wurde den Ermittlern Winfried Loxley übergeben. Die Ermittlungsbehörde nimmt an, dass dies das Werk eines Serienmörders ist. Diese Schlussfolgerung erfolgt auf Grundlage der gewonnenen Daten.
Alle Opfer sind Parteifunktionäre aus der Stadt Eisen 1, und zwar Rudolf Roth, Karl Fischer, Arnold Snyder. Den Opfern wurde mit dem Leben nicht zu vereinbarende Verletzungen im Bereich des Brustkorbes unter Verwendung einer gleichartigen Tatwaffe, Küchenmesser, zugefügt. Die Morde wurden im Bazarbezirk begangen. Sämtliche Taten wurden in den Abendstunden registriert. Einmal 8:30 bis 9, einmal 8:30 bis 9:15, einmal 7:15 bis 10:00. Neben den Körpern wurden Schmuckartikel aus Kupfer gefunden. Amulett, Brosche, Haarkamm. Es wurden keine Zeugen der Tat und auch keine Fingerabdrücke gefunden. Fotos vom Tatort werden diesem Dokument beigefügt. Ermittler Winfried Loxley. Da können wir draufklicken. Okay. Dieser Artstyle ist großartig. Aber die Bilder sind schrecklich. Ja. Okay. Kurze Frage an dich und an euch im Chat. Glaubt ihr, dass es eher ein Serienmörder ist, oder glaubt ihr, dass das politische Anschläge sind? Weil das ja alles Parteifunktionäre sind. Ich würde sagen, in Eisen 1 geht mehr unter der Oberfläche vor, als wir ahnen. Und ich würde sagen, das ist nicht ein Serienmörder, der aufgrund des Mordens mordet, sondern das ist politisch motiviert. Und ich würde unglaublich gerne wissen, welchen Bezug diese Kupferschmuckartikel haben. Also ich weiß nicht, ob man dazu in der Bibliothek was findet, unter dem unter Kupfer, aber es wird mich echt, also es muss ja irgendwas sein. Wenn es politisch ist und Kupfergegenstände daneben gefunden worden sind, ist mir zu viel Zufall. Unsere Stadt heißt Eisen 1 und es werden Kupfergegenstände hinterlassen. Oh ja, stimmt, und das sind Parteifunktionäre aus Eisen 1. Das hat schon eine Symbolik. Ich bin gespannt, was die beiden Experten, die wir dabei haben, dazu sagen. Wir müssen im Moment noch nichts entscheiden. Das stimmt. Es ist ja im Chat noch eine Umfrage und die Zeit würde ich gerne nutzen. Horsti, du sagst, kein Charakteristikum, was auch gezählt wird, ist ein richtiges für Serienmord. Mir ist auch gerade beim Sprechen aufgefallen, dass das in meiner Formulierung gar kein Entweder-Oder war. Weiß irgendwer, ob es ein Charakteristikum gibt für Serienmord, einfach um die Begrifflichkeiten hier auch richtig zu verwenden? Das ist schwierig, weil es verschiedene Unterkategorien gibt. Dass es halt Impulse sind, um bestimmte, also gefährliches Halbwissen hier, ja, aber ich gucke sehr gerne Krimis und Crime-Serien, ja. Gefährliches Halbwissen. Ich würde es einordnen darunter, Serienmorde können halt entweder Dinge sein, die aus dem Impuls heraus, um eine bestimmte Lust oder Gelüste zu befriedigen, sein. Das würde ich hier an dieser Stelle fast ausschließen, weil jeweils Gegenstände am Ort zurücklassen lässt auf ein gewisses Maß an Planung hindeuten. Es könnte halt sein, dass es in irgendeiner Form ein Ritual ist oder in irgendeiner Form eine Notwendigkeit, sich der Öffentlichkeit mitzuteilen, und dafür wählt der gestörte Täter oder die Täterin Mord und hinterlässt Kupfergegenstände, um als Kupfermörder in irgendeiner Form aufzutreten. Das wäre dann auch ein Hinweis auf Serienmord. Dass es alles Parteifunktionäre sind, lässt mich nicht zwangsläufig auf Lust am Morden oder einen Trieb in dieser Richtung schließen. Es könnte sein, weil jemand Rache an der Partei nehmen will, aber dass die Tat politisch motiviert ist, ist hier nicht auszuschließen. Und das 5:0, sagt der Chat, ist es politisch motiviert.
Also wir können es alle nicht beweisen, aber euer Bauchgefühl geht in diese Richtung. Und die Stiefelkante hat auch nochmal Wikipedia bemüht für den Begriff Serienmord und Serienmörder. Und es gibt keine Legaldefinition. Und das bedeutet, dass das so ein bisschen, wie steht's hier? Die in Lehre und Forschung sowie von Strafverfolgern verwendeten Begriffserklärungen variieren bezüglich der erforderlichen Anzahl der Morde, der Dauer des zeitlichen Abstandes zwischen den Taten und der Motivation des Täters. Und ich würde jetzt einfach sagen, wir haben heute den 16. September? Oder nee, wir müssen heute den 17. September haben. Oder den 17. Wir sind am 13. hier angekommen. Nee, am 12. Am 11. wurden wir angerufen, am 12. war unser erster Tag. Das heißt, einen Tag nachdem wir unser Amt angetreten haben, wurden drei Parteifunktionäre in unserer Stadt getötet. Genau, und dann, wir wissen ja auch noch nicht, unter welchen Umständen unser Vorgänger nun eigentlich gegangen ist. Also das sind ja auch immer nur so halbgare Aussagen von wegen Wechsel der Parteilinie oder Neuerung, Verjüngung. Wir wissen es nicht. Die eine Variante ist, dass wir die Mörder sind, weil erst nach unserer Ankunft gingen die Morde los. Horst, ich danke dir dafür. Ihr könnt aber bezeugen, dass wir es nicht waren. Und ich gehe auch davon aus, politisch motiviert. Ich bin echt gespannt, was die anderen sagen. Ich habe eine wilde Theorie. Ja. Ich habe eine wilde Theorie. Vielleicht sollten wir so eine Bingo-Karte erstellen, wo wir immer am Ende eines Streams so bingo-mäßig überlegen, wie könnte es weitergehen und dann gucken wir, was bei rauskommt. Ich habe eine Theorie. Es war die Frau, die wir versetzt haben. Weil Kupfer, feuerrote Haare, sie ist enttäuscht von Männern, es sind drei Männer, wir haben sie um 19 Uhr getroffen in der Kneipe, alle wurden ermordet in der Zeit vom 20:30 bis 21 Uhr, 20:30, 21:15 Uhr, 19:15 bis 22 Uhr. Könntest du noch mal kurz hochscrollen, wann die Taten begangen worden sind? Am 13., am 15., am 16. Ich habe gerade überlegt, ob wir sie am 14. getroffen haben, aber ich glaube, wir haben sie am 16. getroffen. Oder am 15. Ich glaube, wir haben sie am 15. getroffen und am 16. halt nicht. Aber das wäre jetzt echt verrückt, wenn wir sie am 14. getroffen hätten. Das stimmt. Wir hätten auch ein Opfer sein können. Das stimmt. Ist aber nicht so. Hätte, wäre, wenn. Aber ich fand die Theorie schön. Aber sie ist unwahrscheinlicher geworden. Ja, das ist irgendwie. Wie war das Mittel, Motiv und Möglichkeit? Muss man finden. Ja. Zumindest ist das doch bei Agatha Christie so. Bei allen danach. Ich bin gespannt. Stimmt. Ja, mit Mittelmotiv Möglichkeit trifft es nicht, weil Motiv haben wir bei der Frau keine. Klicken wir mal und gucken, was die anderen sagen. Übrigens, deine Theorie löst weitere Theorien im Chat auf. Das finde ich auch gut. Versetztes Date, zack, drei Morde. Gut, dass es noch kein Tinder gab. Gott. Vielleicht sollten wir nicht so viel theoretisieren. Alles klar. Okay. Herr mit dem Küchenmesser, Hiebe in die Brust. Mit deinem Küchenmesser, Hiebe in die Brust. Kraft muss der Kerl gehabt haben. Auf den Fotos liegen irgendwelche Schmuckstücke neben dem Opfern. Interessant. Vielleicht ist das eine Botschaft. Genosse Strasser, Frank. Ich erkenne eins von ihnen. Mir scheint, es gehört meiner Freundin Elisabeth Finner. Bist du sicher, Ray? Es gibt viel ähnlichen Schmuck. Elisabeth sagte mir, dass dies Handarbeit ist. Ich denke, einzigartig. Wir untersuchen den Fall gerade 5 Minuten und schon haben wir einen Ansatzpunkt. Na gut, ihr sprecht mit Elisabeth und ich gehe mit dem Ganzen hier zur AIS. Ich werde sie drängen, mehr Informationen zu sammeln, Verdächtige zu finden. Bis jetzt ist es ja nur Quatsch.
Einverstanden, Genosse Strasser. Mein Arbeitstag geht gerade zu Ende. Ray, wartest du unten einen Augenblick auf mich bitte? Ich komme gleich runter. Kein Problem. Na dann, viel Glück. Auf Wiedersehen, Francis. Auf Wiedersehen, Genosse Strasser. Ich habe mich gefreut, Sie zu sehen. Jetzt bin ich noch mehr der Auffassung, dass es richtig war, den Protest der Arbeiter zu genehmigen. Ein alter Dozent von uns ist da, ein angesehener Ermittler. Wir haben die Unterstützung von Ray, der ganz offensichtlich Quellen und Möglichkeiten hat, in irgendeiner Form Dinge zu tun, irgendwie im Geheimen operiert. Die Zeitung ist auf unserer Seite, wir haben den pensionierten Journalisten. Ich glaube, alles, was die gegen uns werfen, das wird nicht schön. Aber ich sehe jetzt nicht, dass wir... Sie haben es mit jemandem zu tun, den sie eventuell unterschätzen. Und das ist unsere Stärke. Momentan können sie uns noch gut an unserer wirtschaftlichen Stabilität bekommen. Ja. Mit dem Berg, wir sind halt komplett abhängig davon. Und wenn dort der Genosse... Stahlwerks Oberboss sagt, nö, machen wir nicht, dann haben wir ein Problem. Also die können uns damit wirklich komplett unter Druck setzen. Weswegen ich nochmal zu Stiefelkantes Beitrag von vorhin gehen würde, noch so ein bisschen die Füße stillzuhalten, die Produktion in einem Stahlwerk anzuheben, damit wir dort ein bisschen vorbauen können, sowohl mit unseren eigenen Reserven als auch mit den Lagern von den anderen Städten. Ja. Ja, okay, dann machen wir mal den nächsten Tag. Wir haben 2 Stunden für diesen einen Tag gebraucht, übrigens. Es muss gut diskutiert und wohl überlegt sein. Ja. Ergebnisse des 17. September. Wir haben kein Geld ausgegeben. Wir haben +6 Meinungen bei der Partei erhalten. Wolframbezirk -2, Ojuf-Bezirk -4. Ich habe Elisabeth angerufen, während ich auf dich wartete. Sie ist jetzt bei ihrer Freundin Anna Turner. Ja, sie ist Leslies Tochter. Lass uns mein Auto nehmen. Warum hat der Vorsteher des Stadtkomitees kein Auto, doch du schon? Weil du einen Chauffeur hast, Schlaumeier. Weniger Worte, mehr Taten. Gehen wir. Ob er jetzt gerade selber gelernt hat, dass er einen Chauffeur hat? Hallo Liz, Anna? Ich und Genosse Weber möchten unser Beileid aussprechen. Vielen Dank, Graham, Genosse Weber. Es ist sehr angenehm zu sehen, dass sogar der Vorsteher des Stadtkomitees sich um solche Sachen kümmert. Um ehrlich zu sein, Genosse Turner, wir sind nicht nur deshalb hier. Wir haben erfahren, dass Elisabeth Schmuck vermisst und wir möchten mit ihr darüber sprechen. Nein, nein, es ist nichts verloren gegangen. Als wir erfuhren, dass... Leslie. Anna, beruhig dich, Kleine. Nicht weinen. Als Leslie verstarb, entschieden wir, den Schmuck Anna zu geben, den wir vor langer Zeit von ihrer Mutter als Geschenk bekamen. Wir bekamen doch sehr gute Noten. Und ich fand einen Käufer und habe ihm den Schmuck verkauft. Ich weiß, dass es gesetzeswidrig ist, doch ich musste meine Mutter begraben. Ihr wisst doch, was mit Körpern gemacht wird, die nicht von Verwandten abgeholt werden. Anna, das hättest du nicht tun sollen. Der Schmuck wurde doch von Leslies Vater gemacht. Wir könnten auch ein wenig mit Geld aushelfen. Liz, wir haben das bereits besprochen. Ich schätze eure Sorge. Da kann ich auch selbst auf mich und meine Mutter aufpassen. Ich habe genug Kraft. Du bist wirklich die stärkste Frau, die ich kenne, Anna. Wirklich sehr stark. Verkauft ist verkauft. Das ist Annas Entscheidung. Es liegt nicht an uns zu urteilen. Ja, Frank? Du hast recht, Ray. Wir bitten um Verzeihung für die Störung. Danke für die Hilfe, Genossin Turner. Vielleicht sollten wir diesen Käufer finden. Das sollten wir lassen. Es ist wahrscheinlich einer meiner Informanten, da kann ich nicht nachforschen.
Gewöhn dich dran. Ich weiß nicht, ob ich das kann, wie du willst. Das war's erstmal für diese Folge von For the People. Herzlichen Dank fürs Zugucken. Lasst gerne ein Like da, schreibt einen Kommentar und schaut auch gerne dienstags auf twitch.tv/anderelampe vorbei. Da treffen sich Romy und ich immer zur Dienstagspolitik. In jedem Fall einen zauberhaften Tag. Tschüss!